Ja, weißt du, Siro, heute wollen wir über deine Essgewohnheiten sprechen, wie du dich ernährst im Alltag. Vielleicht zum Anfang, wann isst du das Frühstück am Morgen? Ja, normalerweise ich frühstücke so um 8 Uhr, 8:30 Uhr, so ungefähr 2 Stunden vor dem Training. Und ich frühstücke ein bisschen, damit ich alles bekomme, was mein Körper braucht, damit ich für das Training fit bin. Zum Frühstück esse ich fast immer das Gleiche. Immer ein Ei, damit ich meine Protein bekomme. Dazu ein bisschen Nüsse auch für Protein. Und ein paar Früchte. So. Und manchmal ich mache ich eigene Orangensaft und ein bisschen Brot mit ein gutes Honig aus dem Wallis. Und normalerweise ist dann so ungefähr um Mittag ist das Training fertig, dann gibt es Mittagessen. Was isst du da? Je nachdem, wie das Training intensiv war, probiere ich ein bisschen mehr Protein zu essen oder so. Aber ich habe nicht ein Mittagessen fix, aber ich weiß ein bisschen, was alles ich brauche. Und kochst du häufig selber oder gehst du vielleicht auch oft ins Restaurant oder bestellst Essen? Meistens koche ich, also am Abendessen meistens koche ich. Mittagessen gehen wir meistens mit den Jungs zusammen essen, weil wir haben keine Zeit nach dem Training noch zu kochen. Dann wir haben ein paar gute Restaurants, wo wir wissen, sie haben gute Produkte und sie kochen mit ja, gesunde, wo wir eine gesunde Ernährung bekommen. Und, ja. Also gehen wir mal in einen Foodstand hier im Stadion rein und dann sprechen wir dort weiter. Sprechen wir noch ein wenig über Essen allgemein. Wie sehr musst du darauf schauen, was du isst? Also wie sehr schaust du auf die Nährwerte zum Beispiel? Sehr viel. Also, ich glaube, für einen Sportler ist die Ernährung sehr, sehr wichtig, um erst fit zu sein, um seine Leistung zu bringen und auch um ja, fit zu bleiben und um die Verletzung zu vermeiden. Und deswegen muss man wirklich auf die Qualität von dem Essen schauen. Gibt es etwas, worauf du verzichtest? Ja, also auf Süßgetränke, das trinke ich gar nicht, so Cola oder alle diese Getränke, weil also es ist einfach nur Zucker. Und ich habe seit Jahren diese Gewohnheit genommen, wirklich Wasser zu trinken. Auch meine Eltern haben mir das immer beigebracht. Zu Hause war nur Wasser. Und sonst auch auf viele, ja, auf Schokolade und alles. Ich weiß, es gibt so viele Zucker. Also wenn ich das esse, dass es ein Genuss sei und nicht, dass es eine Gewohnheit. Wie sieht es mit Fastfood aus? Wir sind hier im Pizzastand im Stadion Wankdorf. Kann man sich als Profisportler auch mal so etwas gönnen oder liegt das nicht drin? Also gönnen schon einmal so, wenn, wie gesagt, dass es ein Genuss sei, aber nicht, dass du regelmäßig zu McDonald's oder so gehst. Ich glaube nicht, dass es das Beste sei für einen Sportler. Aber ja, ich gehe sehr selten auf Fast Food. Ich habe viel lieber ein gutes Essen, dass du dir Zeit nimmst, um zu kochen oder in einem Restaurant, wo du weißt, sie machen gutes Essen und da genieße ich viel lieber dieses Essen. Du hast gesagt, du schaust sehr genau auf Nährwerte und so weiter. Gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die du deshalb nimmst? Ja, genau. Also nach einem intensiven Training auf dem Platz, wo wir viel geschwitzt haben, und trinke ich das Getränk von Herbalife Endurance, weil ich weiß, er wird mir alles geben, was ich verloren habe, von Salz und alles. Und sonst nach einem Training im Kraftraum, wo ich mehr für den Muskel etwas verloren habe, dann nehme ich diese Strength von Herbalife auch. Er hat viel Protein und weil wenn du gehst im Kraftraum, arbeitest du für deine Muskel und deswegen brauchst du, es ist, ich glaube, wichtig, dass du direkt deinen Muskeln etwas gibst. Wie sieht es eigentlich mit Alkohol aus als Fußballer, als Profisportler? Verzichtest du auf Alkohol oder ist es auch möglich, dass du mal ein Bier oder ein Glas Wein trinkst? Ja, auch. Also Alkohol ist für einen Sportler und ich glaube für unseren Körper eher gefährlich. Also du kannst viel, viel einfachere Verletzungen haben. Deswegen während der Saison trinke ich fast keinen Alkohol.
zurück zu deinem Tagesablauf am Abend. Du hast gesagt, häufig kochst du selber zu Abend. Genau. Ich koche sehr gerne. Erstens, weil ich esse sehr gerne gutes Essen und dann ich nehme mir Zeit, um zu kochen. Und zweitens, weil ich weiß genau, was ich von Produkten habe, welche Produkte ich kaufe und was ich in meinem Essen lege. Und dann deswegen koche ich am liebsten. Ja. Sehr gut. Und ganz zum Schluss, gibt es etwas, das du nicht gerne hast? Das ich nicht gerne habe? Wow. Oder isst du alles? Ja, von Kind haben meine Eltern uns so gelernt, wir müssen alles essen und ich habe diese Gewohnheit genommen. Ich esse sehr gerne Gemüse, Früchte. Nein, es gibt nichts, das in mir Sinn kommt, das ich nicht gerne esse. Und hast du ein Lieblingsessen vielleicht? Lieblingsessen? Von meiner Mutter alles. Also sie kocht so gut, dass ich könnte alles wirklich essen. Also es gibt eine, die ich hatte immer für meinen Geburtstag, so ein Pulle au Citron von meiner Mutter mit Pasta, war überragend. Sehr gut. Tönt fein. Vielen Dank, Maestro Siero. Sehr gerne, danke.